Hi und herzlich willkommen beim ersten Teil vom Ratgeber für Katastrophen. Willkommen wieder mal, eine neue Folge. Jetzt hat es schon echt eine Weile gedauert. Und alle werden sich fragen wahrscheinlich, wow, warum kommt kein neues Video? Der Typ hat doch mega viel Zeit in Zeiten von Corona. Ja, es gibt auch Leute, die selbst in Zeiten von Corona noch arbeiten dürfen. Dieses Video soll jetzt nicht allzu viel mit Corona zu tun haben, aber Corona hat uns jetzt tatsächlich eines gezeigt, und zwar, dass das Einkaufen in solchen Krisensituationen ziemlich schwierig wird. Ja, Sachen sind ausverkauft, nichts wird nachgeliefert und irgendwann ist der Haushaltsvorrat auch aufgebraucht. Ja, und jetzt gehen wir mal von der ganzen Covid-Sache weg. Wenn wir jetzt ein richtig krasses Szenario hätten, ja, nicht ein Szenario, in dem alle zu Hause sind und alle unbeschädigt und allen geht es soweit gut, sondern wir hätten ein Szenario wie zum Beispiel einen Stromausfall, ein Erdbeben oder sonstiges, wo wirklich große Teile der Infrastruktur außer Kraft gesetzt sind. Was machen wir dann in diesem Moment und wie handeln wir dann? Viele von euch sitzen jetzt wahrscheinlich zu Hause und sagen, wow, selbst mit Corona war ich anfangs erstmal überfordert, weil ich habe kein Toilettenpapier mehr bekommen, ich habe kein Wasser mehr bekommen, ich habe dies und das vielleicht nicht bekommen, Nudeln sind ausverkauft und Leute, solche Dinge. Wie kann ich mich denn da am besten drauf vorbereiten? Und warum macht denn der Staat dafür nichts? Jetzt müssen wir erstmal eingrätschen. Der Staat tut sogar was dafür. Und da müssen wir echt mal sagen, auch ich wusste vor kurzem noch nicht davon und habe mich dann eines Besseren belehren lassen. Und deswegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, hier ein kleines Video drüber zu machen. Und zusammen mit der Survival-Schule Davis werden wir heute mal ein bisschen was durchgehen. Der Philipp von Survival-Schule Davis hat mich damit ausgestattet. Und zwar ist das der Katastrophenalarm-Helfer. Das ist ein Ratgeber für Notfallversorgung und richtiges Handeln in Notsituationen. Steht hier so drauf. Und sowas wie das, was wir jetzt durchgemacht haben in Zeiten von Covid, ist ja schon eine Notfallsituation oder Notsituation, weil uns so langsam bestimmte Dinge ausgehen und wir an bestimmte Versorgungsgüter nicht mehr kommen. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig gewesen für viele Mütter, die noch stillen, auf einmal das Babynahrung komplett ausverkauft war. Noch dazu, weil ich jetzt natürlich gesagt habe, ich will ein bisschen von dem Covid weggehen, vor 2 Tagen hat mir bei uns im Ort ein Stromausfall. Stromausfall kennen wir alle, das passiert immer wieder mal, ist ganz normal. Aber man hat vielleicht so einen Stromausfall vielleicht mal eine halbe Stunde maximal und dann ist auch gut. Wir hatten jetzt einfach mal kurz 3 Stunden am Stück einen Stromausfall und zwar im gesamten Ort. Erstmal nicht weiter schlimm. Ja, es war helllicher Tag, man kommt erstmal ohne Strom ein bisschen klar. Es ist nicht sehr kalt, wir müssen nicht heizen, alles gut. Und dann ist mir aber erstmal was klar geworden. In der heutigen Zeit, das Erste, was uns stresst, wenn der Stromausfall ist, fuck, ich habe kein Internet mehr. Wie soll ich denn jetzt zocken? Wie soll ich denn jetzt hier WhatsApp schreiben? Und so blöd wie das klingt, auch ich habe in dem ersten Moment so gedacht, verdammt, ich wollte gerade was hochladen. Das ist jetzt erstmal irrelevant, ja? Das ist erstmal nicht wichtig. Aber dann habe ich gedacht, na gut, da machst du einfach das mobile Netz rein. Das ging auch nicht. Dann habe ich versucht, jemanden anzurufen, weil ich gerade noch mit jemandem was besprechen wollte. Ich konnte auch nicht telefonieren. Der Empfang, so wie das mobile Internet, ist auch ausgefallen. Der Stromausfall hat tatsächlich bei uns einen Verteilerkasten noch mit beschädigt, wodurch wir einfach komplett erstmal von der Außenwelt abgeschnitten waren. Das ganz Einfache war, kurz mal aus dem Ortsschild rauszufahren, aus dem Ort raus, der Nachbarort hatte schon wieder Empfang, da war alles gut. Was passiert jetzt aber, wenn wir wirklich einen großflächigen Stromausfall haben in ganz Deutschland? Vor einigen Jahren gab es einen ähnlichen Vorfall, bei dem dann Millionen Haushalte von Deutschland bis runter nach Italien in verschiedenen Ländern ohne Strom waren. Und ich habe dazu ein tolles Video gesehen. Ich verlinke auch das hier gleich nochmal. Einmal hier oben in der Infokarte und mach mal hier die Props unten rein in die Info. Stromausfälle werden auf uns zukommen. Das ist hundertprozentig klar. Das Bundesheer in Österreich hat das mittlerweile auch schon rausgefunden, hatte letztes Jahr dazu eine Pressekonferenz gemacht. In Deutschland haben wir darüber jetzt noch nicht so richtig geredet,
Aber jetzt durch den Vorfall letztens ist mir das schon mal wieder so ein bisschen klar geworden. Nun, was macht man dann in so einem Fall? Wie bereitet man sich vor? Das alles finden wir hier in diesem tollen Ratgeber. Was haben wir in diesen 65 Seiten denn hier so drin? Wir haben hier zum Beispiel drin die Vorsorge für den Katastrophenfall. Ja? Was sollte man sich zu Hause eigentlich alles auf Vorrat halten? Und wie sollte man mit dem Ganzen an sich schon mal umgehen? Ja, bei Stromausfall zum Beispiel, Notruf und sowas, wird dann alles halt nicht mehr möglich sein. Eben deswegen hat man hier auch eine Checkliste mitgegeben, dass man sich einfach ein bisschen selber versorgen kann. Das richtige Handeln in Katastrophen ist auch mit aufgeführt. Da haben wir hier Unwetter, Feuer, Hochwasser und Gefahrstoffe. Die ganzen Themen möchte ich jetzt hier nicht zu sehr ausweiten. Ihr könnt euch das hier ganz einfach unter www.bbk.bund.de bestellen und das kommt kostenlos. Müsst ihr euch mal überlegen. Das setzt euch, schickt euch der Staat nach Hause. Ihr müsst nur dafür ins Internet gehen, das bestellen und das kommt kostenlos. Andere Länder zum Beispiel, wie in Schweden, glaube ich, oder in Dänemark, da machen das die Orte selber. Da wird vom Bürgermeisteramt dann ein kleines Handout zugeschickt zu jedem Haushalt, damit man sich für einen Notfall halt eben eindeckt. Weil in den Ländern ist es ein bisschen anders als bei uns. Die sind nicht so überbevölkert. Da ist nicht gleich hier der nächste Laden irgendwo um die Ecke. Da wohnt man vielleicht einfach mal eine halbe Stunde entfernt vom nächsten Ort. Und wenn dann halt alles blöd läuft und du eingeschneit bist, dann musst du gucken, wie du einfach ein paar bestimmte Tage überlebst, um dann wieder mal Nachschub zu bekommen. Ganz wichtig ist in diesem Video einfach, damit ihr mal wisst, wo die Anlaufstellen sind, wo ich das alles herbekomme, wie ich mich einlesen kann. Und im zweiten Teil dieses Videos werden wir losgehen, der Philipp und ich, und schauen uns im Supermarkt einfach mal an, was wir alles von der Checkliste hier uns kaufen können und zu Hause dann bunkern können, damit wir für die nächste Katastrophe schon mal ausgestattet sind. Und dann machen wir es laut Checkliste, gehen wir einfach hier alles durch und werden das Ganze dann mal am Ende in den Einkaufswagen tun und veranschaulichen. Und dann wisst ihr ganz genau, was ihr das nächste Mal einkaufen könnt. Für euch, für eure Familienmitglieder, je nachdem wie viele Personen im Haushalt leben. Und wir hoffen, dass auch andere Läden, zum Beispiel wie der Laden, zu dem wir gehen werden, das dann so machen, dass ihr einfach mal diesen Einkauf vorne mal im Eingang hinstellen und den Leuten mal zeigen können, was man da alles so braucht. Wenn ihr noch wissen wollt, wo es diese geilen Shirts gibt, bei uns im TechBeard Apparel Shop sind die jetzt erhältlich, in vier verschiedenen Größen und noch weitere Sachen. Also guckt auch mal gerne da rein, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns auf euren Besuch. Bis zum nächsten Teil. Schaltet ein, denn es wird spannend.